Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stardew Valley. Sowieso gerade, wo unsere Abigail ist, die geht gerade nach oben. Rennt für uns weg natürlich, die Süße. Da ist sie. Ich hole mal ein. Ich will ihr ein Geschenk geben. Abigail, hier. Sehr gut. Ich glaube, jetzt hätten wir eigentlich dann die Herzen voll. Wir können vielleicht schon bald zu, die Hand zu unserer Abigail annehmen. So, das ist Dimitrius. Robin war nicht mehr hier, oder? Die war ja raus, ja, die war weg. Also die Arbeit wurde ist effektiv nicht so. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück in die Mine und von dort aus gehen wir direkt in die Wüste. Also durch die Mine zum Bushaltestelle und dann in die Wüste. Und ich versuche wieder ein paar einzelne Level zu farmen. Bushaltestelle. Weil das macht jetzt wohl wirklich am meisten Sinn. Dann kriegen wir Iridium und Kohle und ein bisschen Geld, das wir halt am besten brauchen können. Weil die Farm leuchtet von alleine. Wir sind eh schon gegen Ende Monat, wir können nichts mehr an. Wir kriegen schlaues Anpflanzen. Jo, da ist es, passt es eigentlich hier. Okay. So, jetzt bin ich gespannt, wie es aussieht mit dem Fahrstuhl da. Ach, hier ist, ist das Level anders generiert, okay. Stimmt, da habe ich ganz vergessen, die Level tun sich ja abändern. Die sind nicht immer gleich. Die passen sich ja sozusagen an. Da Iridium. Okay, wir bräuchten noch ungefähr 3 Diamanten, damit wir alles abdecken könnten. Jetzt haben wir Kohle gefunden. Ja. Mit der Axt werden wir wohl kein Iridium abbauen können. Egal wie viele Upgrades wir mit der machen. Ja, wir sind 2000 Scherbe gefunden. Und der Ausgang ebenfalls für dieses Stockwerk. Ja, oder? Ganz gut getroffen. Die manche machen die überhaupt keinen Schaden, andere mal wie so viel. Echt so ein bisschen Fluch, oder? Man kann da nichts wirklich einschätzen. Okay, und die hasse ich zu wie die Pest. Hoffe ich, wir schon einen Ausgang hier. Bei Mumien, die nicht getötet werden können, ist einfach nur der Fluch. Weil sie die ganze Zeit nur dem ausweichen. Mag ich die gar nicht. Blop, 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 blop. Sehr schöner Ausgang. 113 bereits, okay. Geht doch noch flott voran. Oh. Wie der genau bei uns aufgetaucht ist, weißt du? Okay, aber jetzt können wir hier noch nicht verlassen, ey. Ist jetzt ja zu much viele Sachen da. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir noch Diamanten finden. Wenn wir so Maschinen bauen, herstellen ja nicht so viel. Okay. Mein Gott! Wir haben auch fast keine Geode mehr gefunden bis jetzt, ne? Okay, ich kann dir so sagen. So. Gut, habe ich ein bisschen was geholt noch und ab durch die Hecke. Kupfer, 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 Iridium.
finde ich doch in dieser Tiefe doch auch viele, viele Low-Ressourcen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich werde hier Probleme haben, Kupfer zu bekommen. Richtig gut, man findet hier wirklich alles. Hier im Erz, sehr gut, haben wir auch wieder Stein. Stimmt, da war ja was, wir haben fast keinen Stein mehr, daher irgendwie die Maschinen so viel Stein gebraucht haben. Ein. Da können wir Steine gut gebrauchen. Wie viele Steine haben wir jetzt schon? 3. Ach du Scheiße, ey. Also hat sich der Trip echt gelohnt, wenn wir denken, 500 hat das Ticket gekostet, wenn ich wüsste. Wir haben schon rein 6000 nur bekommen durch jetzt durch die Scherben. Das Ziel wäre natürlich, die Wand noch zu bekommen. Aber wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein. Okay, das war's. Vielleicht haben wir Glück. Wir haben Glück, sehr gut. Durch. Gerade. Oh, okay. Das A-Menü und dann mal rein ins Loch und schauen, wo wir landen. Okay, genau bis zur Fahrstuhlebene. Okay, wir sagen, wir gehen definitiv raus jetzt hier. Also, ich finde gerade per Zufall hier die Treppe. Okay, wir finden auch gar nichts. Wir finden alles. Oder ist der tatsächlich? Ob wir noch ein Level schaffen? Das ist halt die Frage, ne? Vielleicht ist das ein Ausdauerproblem ja nur. Boah, die habe ich schon getroffen, ey. Vielleicht besser hier, als wenn die springen, mich trotzdem treffen können. Okay, mit Diamanten gefunden. Boah, ey, wie ätzend ist denn das bitte schon mit den Dingern? 22, wir haben nicht so viel Leben. Wir machen die Drachen irgendwie ein bisschen Sorgen. Einmal, wenn. Kann ich sie gut mit dem Schwert abwehren, andermal wieder nicht. Okay, also hier ist auf alle Fälle mal kein. Okay, gehen wir kurz runter hier. One Shoot, so. Okay, schauen wir kurz den Level an. Was für ein Ding hier eigentlich? Glück. Ach, durch den Aal habe ich Glück. Ja, super. Wenn ich Glück habe, sterbe ich jetzt beim Versuch darunter zu springen. Ich glaube, ich mache besser nicht. Genau, heute hätte ich wahrscheinlich das Glück, dass ich so weit runterfalle, dass ich tot bin. Allerdings, wenn ich runterspringe, kann es sein, dass ich gleich dasselbe habe, wo ich brauche, ne? Ah, das ist immer auf ein Loch.
Okay, wir gehen davon aus, die erste ist jetzt. Aber damit kann ich hier noch ein bisschen Seetang essen. Zuerst weiße Alge. Okay, wir gehen das erste Loch. Wie es kennt. Da eben, super. Super, super, super. Und raus, mich nicht verlassen. Super. Gut. So, ich sag schon wieder abends. Wir haben doch ein bisschen Zeit rumgeschlagen. Ja, zurück zum Sternental. Ja, doch, bei Regionen haben wir. Ein Diamant haben wir. Überhin. Besser ein als gar keinen. Alkochan, den mag verkaufen wir. Das verkaufen wir. Die verkaufen wir. Dann den verkaufen wir. Ja. So, Monster Loot. Technisch kommt hier alles hier rein. Das war's dann eigentlich schon, ne? Ja. Wow. Das Radium kriegen wir nie weg, ey. Ist ja krass. Aber wir haben Robin ja nicht erwischt, ne? Wir wollten ja Robin erwischen, stimmt, da war ja was. Wir können den, die haben noch abgeben, eigentlich. Dann hätten wir wenigstens noch, Moment, da kommt doch, komm, ich geh so, mein Gott, hin und her. Hätten wir ein Bündel noch fertig vom Zauber. Vor allem, was wir dann bekommen eigentlich. Keine Ahnung. Was der Zauber uns da gibt dafür. Ich glaube, das war vom schwarzen Brett, glaube ich, wenn ich mich irre. So, schwarzes Brett müsste eigentlich das sein. Bin komplett. Belohnschaft. Was? Belohnung? Freundschaft? Wow. Wir haben 5 Bahngeld. Okay. Ja gut. Soll es sein. Dienstag. Dienstag haben wir das Spezielles da. Wir können auch in, wir können ganz kurz noch in Ding gehen, in Kanalisation. Hier, der Schmied dazu. Okay. Ich habe überlegt, ich kann das 5 Bahn gehen zum Umwandeln, wobei wir haben glaube ich nur noch Iridium-Upgrades, die wir machen können, wenn ich mich nicht ganz irre. Schauen wir kurz, was der hier heute so anbietet. Ja, ja. Ja, ich hätte da schon Lust, wenn du mir das gibst. Ja, der Schwabe meinte mal, die Ungeburt zu kaufen bringt gar nicht. Ich kaufe sie trotzdem, weil vielleicht ist da mal was drin, was wir brauchen können. Und ganz ehrlich, wir haben zurzeit genug Geld. Ich sage, man kann sparen, aber im Endeffekt, ob es ein Tag, wo man vielleicht dann verliert, dass das Spiel im Endeffekt ja keine Limite hat, man kann so lange spielen, wie man möchte, spielt das jetzt echt keine Rolle, ob wir jetzt die 300 Gold für das ausgeben oder für sonst einen Quatsch. Genau. So. Jetzt gehen wir ganz kurz hier mal in die Schuppen hier rein. Oh, ich merke was. Ja, ich komme nicht ran. Ich muss eine Kiste abreißen dann. Okay, aber es ist nicht so wild. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir den Tag für heute. Wobei, ich wollte den Tag mal beenden, wieder mal mit dem Speichern gleichzeitig. Du bist natürlich wieder nicht zu speichern. Also ich mache einen schnellen Tag. 6 Minuten, einen schnellen Tag. Machen wir einen schnellen Tag, genau. Wir gehen kurz rein. Ja. Wir tun nämlich mal anschauen, ob. Ah, sehr gut. Schläger. Verursachen zu mehr Schaden. Ja, mehr Schaden. Definitiv. Okay. Dann schauen wir mal kurz mal, ob Robin da ist. Und danach werden wir wohl. Das sehe ich schon wieder. Werden wir wohl den Tag dann beenden. Vielleicht gibt es das ein bisschen länger vor jetzt hier.
Also bis wir halt alles gemacht haben, was wir müssen. Okay. So, Korn. Blueberry. Blaubeeren. Die Kühe sind heute drin bei dem Scheißwetter. Sie jeden Tag Milch geben, ey. Das war am Anfang auch nicht so. Am Anfang haben sie ja andauernd zum Teil keine Milch geben. So, okay. Und raus. Runter, vor, zurück. So. Okay, so, Blaubeeren. Weiter ernten. Jetzt ist der Rohkorn endlich ready. Da können wir dann noch heftige Ernte heute geben. Oh, die Melonen sind alle reif. Ach du Kacke. Rohkorn, Melonen. Okay, kurz die Batterien in mir, damit sie gegebenenfalls wieder aufladen kann. Boah, heftig. Das ist jetzt mal eine Ernte. Ich glaube, dass sie, ob das hier schon reif ist. Die sind auch schon alle reif. Ach du Kacke. Dass diese Saat hier, die wir gesät haben. Bin auch gespannt, ob die dann nochmal kommt. So. Entweder endlich. Ich glaube, die hat uns auch noch gefehlt. Jetzt haben wir gleich zwei. Unglaublich. Entenfeder, oder? Ich glaube, es war eine Entenfeder, die uns fehlte. War das auch beim schwarzen Brett? Ja, auch beim schwarzen Brett, tatsächlich. Ja, gut. Moment. Eieiei. Wir können schon alle Eier mitnehmen. Ein großes Ei, so hier. Gut, ach, das sind noch 40 auch noch, okay. So, okay. Das kann man dann hier ran tun. Diesen Baum zum Beispiel. Der kriegt auch schon ein paar Früchte. Pfirsiche, okay. Okay, das will ich den Hopfen mal hier rein. So. Ausnehmen. Dann hier die Früchte, die ohne Sachen sind. Aber keine speziellen Stufen. Über sie werde mal gespeichert. Habe ich noch hier Dings gesammelt? Ach, konnte ich doch das aufgenommen. Ah, klar, da ist ja. Dann bleiben das Zeug so. Gut, dann verkaufen. Da. Das hier. Käse. Okay. Die Goldbarren rein. Die Pfirsiche könnte man eigentlich noch hier verwandeln. So. Okay. Gut, dann gehen wir ganz kurz Richtung Robin. Gehen wir in der Zwischenzeit noch das Bündel ab.
Mittwoch ist Ruhetag im Laden, was uns eigentlich weniger, nicht weniger, was uns eigentlich interessiert. Wie gesagt, wir müssen ja nicht zum Laden, wir müssen ja zu Robin. Aber wir können hier noch kurz das Bündel abgeben. Da haben wir auch schon mal einen Teil gelöst. Bin auch gespannt gerade, was hier überhaupt als Belohnung gibt. Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Aber das war hier beim Brett. Brett, nicht Aquarium. Bündel komplett. Oh, ein Saatguterzeuger, okay. Haben wir auch schon mal bekommen. Oder haben wir schon ein. Wir haben schon zwei gebaut oder so. Okay, gut, dann geht's weiter. Scheint Robin da ist. Wenn ja, wird der Stall geupgradet. Jedenfalls mal wieder eine Stufe. Hier sind keine Würmer. Sehr gut, Robin ist da. Gebäude richten. Großer Stall. Bauen. Ich habe jetzt gerade das Harz aufgenommen, was hier rumgelegen ist, obwohl ich gar nicht da bin. Nicht schlecht, oder? Okay. So, ich überlege, ob ich sogar noch kurz noch meine Hake upgraden sollte, bevor dann. Das mache ich, glaube ich, noch. Ich gehe noch kurz unsere Hake holen. Ich sagte, ich wollte den Tag ein bisschen schnell überspringen lassen. Dementsprechend gehen wir jetzt zur Bushaltestelle. Holen kurz 5 Iridium-Barren. Wir machen noch dieses Upgrade noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie viel Essenz haben wir eigentlich? Haben wir 50-50? Boah. Wegen 50-50. Traumvorstellen wären das. Naja, man kann ja alles haben. Stadt. Zuerst mal Geoden öffnen. Da findet ihr was Schlaues noch drin. Wie zum Beispiel diesen Zwergenhelm. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten. War toll Leben. Okay, so. Werkzeug verbessern. Dann soll er mal. Ich mache jetzt die Hake, weil wir ja die Axt noch brauchen. Wahrscheinlich fürs nächste Update vorzubereiten. Die Hake brauchen wir jetzt zur Zeit nicht. Erst dann wieder nächsten Monat. Bis dahin ist sie ja fertig. Okay, anscheinend nicht spenden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück. Legen noch kurz die Sachen hin, die wir jetzt dabei haben, nicht brauchen. Verkaufen noch ein bisschen. Und dann ist der Tag zu Ende und ich werde die Folge auch beenden. Ich sage heute mal ein kürzer Tag, weil ich auch die Folge beenden möchte mit dem Tagesende und mit Aufnahmeende. Damit ich den Rechner nicht hier laufen lassen muss, bis ich zum letzten Mal aufnehme. So, okay. Das hier kommt da rein. Rote Quarz. Was steht da bei dem Rote Quarz? Häufig in der Nähe von heißer Lava und okay. Keine Ahnung, was der Rote Quarz eigentlich genau macht. Erleuchtet rot wahrscheinlich, ja. Okay, ja. Gut, dann hier noch das rein. Zack. Diese rote Beete bräuchte mir für die Aufgabe. Ich fehlt uns ja nur noch Ziegenmilch oder Wolle. Ich habe noch keine Schafe, das heißt, das geht um beide, bis wir dann zu Wolle kommen. Gut, würde ich sagen, beende ich den Tag. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns wieder. Jetzt habe ich gedacht, wer ist in meinem Bett drin, ey. Ach du Scheiße, ey. Ich dachte schon, hä? Hat der Kürzig ins Bett gestrichen? Wow. Nice.
Okay, bis dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.